Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne die FreeFly VR vorstellen. Das ist eine VR-Brille und die kann man sowohl auf der eigenen Internetseite als auch bei Amazon bestellen. Es ist im Endeffekt egal, weil es wird sowieso beides Male über Amazon geliefert. Und ich habe halt auf der Webseite direkt bestellt, weil es da dann noch ein bisschen günstiger war mit Coupon. Und hier sehen wir auch schon, dass die VR-Brille noch mal in einem kleineren Karton hier drin ist. Ein bisschen Verpackungsmüll. Das ist auch ein sehr schlichter Karton. Und dann sehen wir, dass da nur so ein Strichcode drauf ist und sonst nichts weiter mit FreeFly VR oder so. Also ganz normal. Dafür werden wir gleich sehen, ist die Umverpackung von der VR-Brille besonders. Jetzt sehen wir nochmal halt die allgemeinen Infos, wo es produziert wurde und so. Sehen wir schon, dass das so ein Aufbewahrungscase ist, was man mit einem Reißverschluss dann auf und zu machen kann. Das ist ganz praktisch. Und dann haben wir hier nochmal einen kleinen Pappflyer drumherum, wo die wichtigsten Informationen stehen. Und wie man ja schon sieht, ist das ein Virtual Reality Smartphone Adapter. Das heißt also, man packt dann sein iPhone oder sein Samsung Galaxy oder auch diverse andere Smartphones dann dort rein und kann dann mit der jeweiligen App dann die einzelnen Welten erkunden, die die App halt dann bereithält. Hier sehen wir auch nochmal, wie groß beziehungsweise wie klein das Handy jeweils sein darf. Und auch der Hinweis, dass zum Beispiel, wenn man Brillenträger ist, man das Gerät nicht nutzen kann. Das ist ein bisschen schade für alle diejenigen, die halt eine Brille tragen. Ich trage Kontaktlinsen, da ist das für mich kein Problem. Hier sehen wir nochmal das Logo von der FreeFly VR. Und es gibt ja verschiedene Smartphone-Adapter, die dann eine Virtual Reality-Erfahrung ermöglichen. Ich habe mich jetzt für FreeFly VR entschieden, weil für mich persönlich das am besten aussah, das Konzept. Es gibt ja auch einige, wo man dann das Smartphone reinschieben muss, was ein bisschen unpraktisch ist, das dann nur auf ganz spezifische Smartphones ausgelegt ist. Und hier kann man also auch, je nachdem, was man für ein Modell hat, dann zum Beispiel auch das iPhone 6 Plus benutzen. Es gibt ja von Carl Zeiss zum Beispiel auch einen Adapter, das geht dann aber auch nur für das iPhone 6. Hier jetzt nochmal die Bedienungsanleitung. Wie groß, wie klein. Downloads App. Und hier halt ganz wichtig, wie man dann eigentlich das Smartphone dann ins Adapter einpackt. Man justiert das dann also. Und lässt das einrasten und dann aufsetzen. Ja, und hier sehen wir auch das gute Stück. Da können wir sehen, das sind die Linsen. Hier ist nochmal wieder so ein kleines Pappding. Auch wieder mit den Sicherheitshinweisen. Dann der Schaumstoff. Fühlt sich auch recht wertig an. Hier noch mit dem Tragegurt.
ganzes Vulkan-State an. Und hier halt das Plastikgestell. Jetzt muss ich nur erstmal das Prinzip verstehen, wie man das öffnet. Da unten scheint so ein kleiner Hebel zu sein. Genau, und dann kann man das da aufmachen. Und hier sieht man auch nochmal extra eine bebilderte Anleitung, wie man dann das Smartphone da reinpackt. Das war es soweit zum Unboxing. Tests kann ich jetzt so schlecht damit filmen. Hier noch ein kleines Putztüchlein. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Sammeln.